In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Knopfschal nähen kannst. Falls du zum ersten Mal hier sein solltest, schau dich in Ruhe um und wenn dir mein Kanal gefällt, hinterlasse ein Abo und aktiviere auch das Glöckchen, damit du immer informiert wirst, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Folgende Materialien werden für den Knopfschal benötigt: Sweatstoff oder Baumwollstoff, Vlies, ein Knopf, Gummiband, Maßband oder Lineal, eine Stoffschere oder ein Rollschneider und farblich passendes Garn. Die Maße der Stoffe stehen unten in der Beschreibung. Als erstes befestige ich das Gummiband ganz links oben an den Oberstoff des Knopfschals. Die Länge der Gummibandschlaufe wähle ich so, dass der Knopf noch reinpasst. Ich nähe das Gummiband an. Ich lege den Vliesstoff rechts auf rechts auf den Sweatstoff, streiche alles glatt und fixiere die Stofflagen mit Stoffklammern. Die abstehenden Gummienden schneide ich zurück. Ich fange in der Mitte einer Seite an und nähe mit 1 cm Nahtzugabe die beiden Stoffteile zusammen. Dabei lasse ich eine Wendeöffnung offen. An der Ecke angekommen, lasse ich die Nadel unten, drehe das Stoffteil um 45 Grad, nähe ein paar Stiche, lasse die Nadel wieder unten und drehe es weiter auf die andere Seite. So wird die Ecke etwas rundlicher. An der nächsten Ecke mache ich das gleiche. Ich lasse die Nadel unten, drehe das Ganze um 45 Grad, nähe ein paar Stiche, drehe die Stofflagen erneut und nähe weiter. Dasselbe mache ich an den zwei anderen Ecken.
Am Ende lasse ich eine Wendeöffnung offen. Ich schneide die Ecken zurück. Nun wende ich den Schal. So sieht die Gummibandschlaufe von der rechten Seite aus. Ich habe die Kanten des Schals glatt gebügelt und fixiere die Wendeöffnung mit Stoffklammern. Ich nähe knappkantig an der Kante entlang und schließe auch damit die Wendeöffnung. Ich habe einen gelben Ober- und Unterfaden gewählt und nähe mit einer Stichlänge von 4,5 an der Kante entlang. Die Ecken nähe ich wieder etwas rundlich, indem ich die Nadel unten lasse, den Schal um 45 Grad drehe, ein paar Stiche nähe und den Schal wieder drehe und weiter nähe. Das Ende der Naht verriegle ich mit ein paar Rückstichen. Die Knopfschlaufe ist ganz links oben und den Knopf nähe ich ganz rechts oben mit 5 bis 10 cm Abstand vom oberen Rand. Zuerst steche ich mit der Nadel nur in die obere Stofflage ein und dann durch ein Loch des Knopfs. Und zurück durch das Loch daneben und durch beide Stofflagen. Wieder von unten einstechen. Und zurück von oben durch den Knopf und durch die beiden Stofflagen, bis der Knopf fest sitzt.
Das Ende des Fadens schneide ich ab. Und fertig ist der Knopfschal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar.